werfen Sie die Pistolen in den Hof und kommen Sie heraus. Andreas Bader, geboren 1943 in München, Vater Historiker, im Krieg verschollen, aufgewachsen bei Mutter und Großmutter, Kunststudium in München, abgebrochen, seit 1963 in Berlin, Kaufhausbrandstiftung 1968 in Frankfurt, aus der Haft befreit 1970, festgenommen 1972 in Frankfurt. Gudrun Enslin, geboren 1940, Tochter eines evangelischen Pfarrers, Gymnasium, Austauschschülerin in den USA. Studium, Germanistik, Anglistik, Griechisch und Philosophie in Tübingen, später Berlin. Hochbegabtenförderung, Studienstiftung des deutschen Volkes. Mutter eines Kindes. 1968 Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt zusammen mit Andreas Bader. 1972 festgenommen in Hamburg. Ulrike Marie Meinhof, geboren 1934. Vater Historiker, Mutter Lehrerin. Beide Eltern früh verstorben. Aufgewachsen bei einer Pflegemutter. Studium der Pädagogik. Hochbegabtenförderung, Studienstiftung des deutschen Volkes. Chefredakteurin und Kolumnistin der Zeitschrift Konkret. Rundfunk- und Fernsehjournalistin. Mutter zweier Kinder. Lernte Bader und Enslin beim Kaufhausbrandprozess kennen. Teilnahme an der Baderbefreiung 1970. Zwei Jahre später festgenommen in Hannover. Jan-Karl Raspe. 1944 geboren. Vater Kaufmann, früh verstorben. In Ostberlin aufgewachsen. Studium in Westberlin, zunächst Chemie, später Soziologie. Diplomarbeit mit sehr gut. Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Schloss sich 1970 der RAF an. Festgenommen 1972 in Frankfurt. Klage ich an, den berufslosen Andreas Bernd Bader, die Studentin Gudrun Enslin, die Journalistin Ulrike Marie Meinhof, den Diplomsoziologen Jan-Karl Stefan Raspe, gemeinschaftlich durch neun selbstständige Handlungen, a. heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln in zwei Fällen insgesamt vier Menschen getötet und in weiteren Fällen mindestens 54 Menschen zu töten versucht zu haben, b. in Tateinheit hiermit durch Sprengstoffe Explosionen herbeigeführt und dadurch Leib und Leben anderer sowie fremde Sachen von besonderem Wert gefährdet zu haben. Tateinheitlich eine Vereinigung gegründet zu haben, deren Zwecke darauf gerichtet sind, strafbare Handlungen zu begehen. Auch nach der Verhaftung gaben die Angeschuldigten ihre Ziele nicht auf.
Es kann Ihnen ja nicht entgangen sein, dass ich bisher keinen Verteidiger habe. Wir hatten eigentlich nicht vor, auf die juristische Verpackung dieser Veranstaltung hier einzugehen. Es ist auch unmöglich, sich in einem Verfahren auf Verteidigung einzulassen, für das permanent und kontinuierlich Gesetze geändert werden. Aber wir beharren auf der juristischen Widerspruchsebene, weil es wichtig ist, genau an ihr die Zersetzung des gesamten ideologischen Begründungszusammenhangs des bürgerlichen Rechtsstaates zu vermitteln. Es ist die einzige Chance, die revolutionäre Politik transparent zu machen. Herr Bader, ich hätte nichts dagegen, wenn Sie einen Rechtsanwalt finden, dem Sie Vertrauen schenken können. Es ist aber sehr schwierig geworden, einen Verteidiger zu finden, der die Verfolgung durch Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft auf sich nimmt. 3 Jahre hat die Anklagebehörde jedes Wort der Verteidigung kontrolliert. In Zellenbesuchen, bei der Durchsuchung von Anwaltskanzleien, durch Beschlagnahme der Post, durch Abhörgeräte in den Besuchszellen für Verteidiger. Wir akzeptieren selbstverständlich die Gesetze des bürgerlichen Staates nicht. Aber wenn Sie damit Fußball spielen, wer soll Sie denn überhaupt noch ernst nehmen? Der Generalbundesanwalt hat dafür gesorgt, dass 3 der Verteidiger weniger als 30 Tage vor Beginn der Hauptverhandlung, ich wiederhole, der Hauptverhandlung, von der Verteidigung ausgeschlossen wurden. In dieser Situation ist die Verteidigung der Gefangenen zerschlagen. Ausgeschaltet. Herr Bader ist mit den 2 Pflichtverteidigern, die ihm aus Fürsorgegründen beigefügt wurden, hinreichend verteidigt. Wenn er sich dieser Herren nicht bedienen will, ist das eine Sache. Diese Verteidiger da drüben verteidigen mich nicht! Sie haben mit mir nie gesprochen und werden mich auch nie sprechen. Im Übrigen hat jemand Kopf ab neben meinem Mikrofon geschrieben. Was war mit dem Kopf? Was war mit dem Kopf? Ich habe gerade entdeckt, dass jemand neben das Mikrofon geschrieben hat, Kopf ab! Was fällt Ihnen dazu ein? Das ist mir ja zu dunkel, dieser Sinn. Ich weiß nicht, was Sie damit wollen. Wollen Sie sich dazu äußern? Die Behauptungen, die hier aufgestellt werden, zwingen mich nun doch aus standesrechtlichen Gründen einige Bemerkungen zu machen. Du sprichst nicht für mich! Ich spreche nicht zur Frau Enslin in gar keiner Weise. Sie haben einfach die Fresse zu halten! Genau! Herr Bader, ich glaube nicht, dass Sie im Augenblick das Wort haben. Diese unverschämte Type soll das Maul halten! Abschalten. Wir wollen wissen, was es bedeutet, Frau Enslin, Augenblick, Frau Enslin! Quatschen Sie nicht weg! Ich will nichts wegquatschen. Hören Sie doch mal in Ruhe zu! Steht doch hier jetzt schon, Sie sind doch total unfähig! Augenblick, nein, nein, es gibt keinen Auszug hier! Es gibt keinen Auszug hier! Darf ich zunächst mal bitten, dass sich die Angeklagten setzen? Es gibt keine. Oder wollen Sie sich auch in dieser Beziehung weigern? Es gibt keine Regelung, wonach Angeklagte gezwungen werden könnten, während der Verhandlung zu sitzen. Oh doch, Herr Rechtsanwalt, im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen ist das Sitzen der Angeklagten wichtig. Die Angeklagten haben sich zu setzen. Ich bitte jetzt die Angeklagten, wieder Platz zu nehmen. Wir nehmen natürlich nicht Platz. Sie haben die Wahl. Entweder die Zwangslouis da drüben halten ihre Schnauze, oder wir müssen mit Gewalt erzwingen, dass sie uns hier rausschaffen. Gut, dann dürfen Sie das zunächst mal im Stehen anhören. Herr Bravo. Ich habe Verständnis dafür, dass die Angeklagten nach ihren Erfahrungen die Pflichtverteidiger abqualifizieren. Aber es geht ein bisschen zu weit. Mein Gott, der ist raus hier! Solange diese Zwangsverteidiger hier sprechen, solange werden wir stören! Ich schlage Ihnen vor, dass Sie uns für den Teil der Verhandlung jeweils ausschließen, damit sich diese albernen Szenen hier nicht weiter abspielen. Wenn diese Schweine da drücken nochmal die Schnauze aufmachen, schlagen wir alles kurz und klein. Wer hat das gemeint mit der Schnauze? Entweder die oder wir. Wir nehmen also zur Kenntnis, Sie wollen für den Fall, dass der Zwangsverteidiger, wie Sie ihn bezeichnen, sich nochmals zu Wort meldet, weiterhin stören. Die Angeklagten reden davon, die Pflichtverteidiger hätten nicht ihr Vertrauen. Andererseits bezeichnen Sie die Pflichtverteidiger als Schweine, die ihre Fresse oder Schnauze zu halten hätten. Das ist genau der Ton, den Sie Ihren dort sitzenden Anwälten gegenüber außerhalb der Verhandlung öfters angeschlagen haben. Sie haben sie schriftlich immer wieder als Schweine, Säue, Arschlöcher, Lappen und abgefuckte Jungs bezeichnet. Das können sich Anwälte des Vertrauens nicht, aber Pflichtverteidiger bieten lassen. Wissen Sie, lieber Herr Kollege, ob ein Mandant uns als Arschloch, Lappen oder dergleichen bezeichnet oder ob wir einen Mandanten mit ähnlichen Ausdrücken belegen, geht ausschließlich uns und unsere Mandanten etwas an. Die Auseinandersetzungen in diesem Verfahren, so lächerlich sie auch wirken, zeigen, dass es sich letztlich um einen politischen Prozess handelt. Das beweisen Sie mit jeder Maßnahme, die Sie treffen, mit jedem neuen Gesetz, das Sie eigens für diesen Prozess schaffen. Wir meinen, dass es hoch anzuerkennen ist, dass sich diese Rechtsanwälte als Organe der Rechtspflege trotz der zu erwartenden Angriffe Ihrer Berufspflicht entsprechend bereit gefunden haben, Pflichtverteidiger in diesem Verfahren zu sein. Ich habe gerade festgestellt, dass einer dieser qualifizierten Verteidiger eingeschlafen ist, wie Schnäufer in dem Verfahren. Herr Bader, sind Sie sich dessen sicher, was Sie da gerade sagen? Man kann das genau beobachten. Er sitzt in der ersten Reihe. Es ist der erste von links. Wir wollen weder Beifalls- noch Heiterkeits- noch Missfallensausbrüche hier haben, seitens des Publikums. Bitte, Herr Bader. Was hier versucht wird, ist ein Prozess mit gebrochenen oder psychiatrisierten Gefangenen. Hier liegt auch der Grund, warum wir um Wahlverteidiger kämpfen. Obwohl Sie selbstverständlich an der Verurteilung nichts ändern werden.